Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Off the Grave Instanz. Dadurch, dass wir jetzt in der vergangenen Folge so ein bisschen den Festungsplatz hier soweit fertig gemacht haben, also in Anführungszeichen fertig natürlich, also klar, der ist jetzt fertig gepflastert und wir haben einen kleinen Springbrunnen hier. Könnte man sich jetzt überlegen, machen wir jetzt das ganze Grünzeug hier noch überall hin und die restliche Gestaltung nochmal von dem Platz, oder kümmern wir uns jetzt gleich direkt um das singende, klingende Bäumchen, das ja eher noch hier hingepflanzt werden möchte. Tatsächlich die ganzen kleinen Gestaltungen, die hier noch gemacht werden können, sind jetzt sowieso nicht so viel und aufwendig. Ich denke mal, dass man die vielleicht schon erstmal eher angehen könnte. Dann hätten wir das schon mal so weit abgehakt. Und dann kann man sich in aller Seelenruhe dem Baum widmen. Ja, ich denke, das wäre so eine annehmbare Idee. Okay, das heißt aber auf jeden Fall auch, dass ich dann ein bisschen mehr Laub brauche. Ich brauche Laub. Und das war bestenfalls ja zerlegen. Laub, ich habe ja hier, glaube ich, keins mehr gehabt. Dafür müssen wir dann mal runtergehen. Seepferdchen. Stimmt. Wir brauchen noch eine Kiste da in dem Stall, wo wir dann Sattel und Leine und meinetwegen auch Pferderüstung und so ein Kram drin haben. Ja, wobei ich ja ehrlich bin, Pferderüstung brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. erstmal. Ja, nehmen wir uns 5 Leinen mit, das sollte passen. Eine Truhe haben wir da auch noch drin, das ist wunderbar. Sattel, ja gut, hat das Pferdchen ja noch an. Ansonsten habe ich hier ja keinen Sattel auf der Festung aktuell. Huch. Einmal zumachen, genau. Jo, dann gehen wir uns fix mal eben ein bisschen Azaleenlaub holen. Bestenfalls aber auch mit einer Schere in der Tasche. Die brauche ich dafür nämlich auch. Hey, wenn wir schon mal unten sind, können wir uns auch gleich direkt nochmal wieder ein paar Heuballen mitnehmen. Die könnte ich nämlich unter Umständen auch nochmal gebrauchen. Einmal her damit. Ne, Quatsch, das ist ein Feuerzeug. Ich wollte die Schaere haben. Und die auch nochmal sicherheitshalber. So. Holen wir uns ein bisschen Laub. Ich muss echt immer aufpassen, dass ich nicht da hinten hinlaufe. Ja, Mau. Überall miaut es und haut. Was rum? Was ist echt? Ja. Schon hin und wieder etwas anstrengend, würde ich mal sagen. Ja, Mau. Ist doch schön und gut, dass ihr euch alle so wohlfühlt, ne? Aber. Ja. Ihr habt jetzt auch Spaß gerade, ne? Ja, ich merke schon. Ja. Das tut ja wieder nicht ordentlich raus. Komm. Rück mal ein Stück. Ach, ihr habt doch einen Schaden. Was wollt ihr denn alle da in der Ecke? Hä? Mann. So. Der Kram, der kann dann da drinnen bleiben. Und das Pferdchen. Komm mal mit. Genau du. Ach ja, schnell. Das muss ich auch wieder aufmachen. So, dann gehen wir uns mal... Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht über den Haufen laufen. Gehen wir uns mal fix ein bisschen Laub holen. Das ist wunderbar. Das haben wir ja unten in den Fässern, glaube ich, noch liegen. Das habe ich ja noch nicht rausgeholt. So, einmal anleihen, hier Pferdchen. So. Das hätte ich jetzt nicht. Lieber das hier. Ja, okay. Meinetwegen dann trotzdem nochmal einen. Mit Laub. Mit Blüten drin. Keine Schaden. Gut, dann noch mal ein paar Heuballen. So viele brauche ich eigentlich sowieso nicht. So. Ja gut, den Rest an Heuballen kann man sich ja dann notfalls irgendwie in den Kornspeicher oder... in den Nahrungslager ab... in das Nahrungslagerabteil oder... meinte ich auch in den Stall reinstellen, das ist ja kein Problem. Wir brauchen noch ein paar Kürbisse. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich möchte versuchen, dass wir dann vielleicht doch noch irgendwie die Übungspuppen vielleicht mal irgendwo hingestellt kriegen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch nicht so schlimm.
aber wenigstens der Versuch. So, dann würde ich auch nochmal mit. Und dich auch nochmal. Ja, machen wir gleich 7 Stück. Wir haben ja jetzt auch 7 von den Heuballen auf Tasche. So. Scherer, da, das ist wunderbar. So, hier Pferdchen, geh wieder nach, auf nach oben. Und. Naja. Moment. Kann ich nicht eigentlich auch. Na, egal, egal, egal. So. Ja gut, dann versuchen wir jetzt da gleich erstmal die paar Puppen nochmal hinzustellen, wenn wir Platz finden. Vielleicht kommt, na, stellen wir auch noch an der einen oder anderen Ecke ein kleines Fässchen hin. Mal sehen. Aber erstmal kommt Pferdchen jetzt wieder hier rein. Wo bist denn du? Na, hier bleiben. So, Sattel kommt auch ab. Also frieren tun die da ganz bestimmt nicht. Das ist so luftgeschützt, so windgeschützt. An der Stelle. Die einzige Möglichkeit, wie hier vielleicht Wind reinkäme, wäre dann von hier, aber selbst das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Das ist schon ganz gut. Okay, wir brauchen ja nochmal so ein Fichtenholz. Oder generell Zäune. Aber ich würde das eigentlich schon eher aus Fichtenholz machen. Oh, Schere haben wir dabei, das ist gut, das, den Kram haben wir auch. Ja, nehmen wir uns aber mal ein bisschen Fichtenholz mit. Und das kann ich ja dann letztendlich für Fässer, für Truhen, für ja, eigentlich allen möglichen Kram benutzen. Ja, vielleicht sogar noch ein paar Blumen. Ja, vielleicht wäre nicht schlecht. Ja, nehmen wir uns mal einen davon mit. Ein bisschen Holz und dann. Könnte man sich vielleicht noch ein paar Werkbänke irgendwo hinstellen oder sowas? Ja, mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, doch, doch, doch. Jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet, ob wir vielleicht auch noch Zäune haben. Die könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit auch gleich direkt mitnehmen. Nom. Haben wir noch Zäune hier? Ja. Mehr als genug. Okay. Dann brauche ich tatsächlich eigentlich auch gar nicht so viel Fichtenholz. Ja, doch, für die Fässer. Egal. Dann würde ich sogar sagen, dass wir jetzt einmal versuchen, ach komm, die Übungspuppen da einzupflanzen. So, wenn wir dann einen angenehmen Platz dafür finden. Für die Übungspuppen. Ich meine, klar, man könnte hier oben welche draufstellen, aber ich glaube nicht, dass es hier wirklich Sinn macht. Naja, auf diese Ebene hier könnte man welche setzen. Oh, ob das wirklich sinnig ist, ich weiß ja nicht. Ja gut, wir können auch eigentlich einfach eine hier hinstellen. Vielleicht. Das sind also mal kleine Übungspuppe pflanzen. So, dann noch den Kürbis oben drauf. Ja, der wird nachher auch geschält. Beziehungsweise im Gesicht reingeschnitzt. Ich möchte jetzt aber ganz gerne mal. Naja, vielleicht irgendwo nochmal eine weitere Übungspuppe hinsetzen. Meinetwegen. Ja, vielleicht mal wirklich hier hin. Da an diese Stelle kommt sowieso noch ein bisschen Laub. Also nicht wundern, da wird noch ein bisschen was passieren. So ganz kahl lassen wir da die Wand nur auch wieder nicht. Einmal rauf das Ding. Der hat eine zweite Übungspuppe hier. Muss ja nicht viel sein, einfach so einen kleinen Übungsbereich hier. Ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass es ausreichen könnte. Würde der Baum hier oben nicht hinkommen, also würden wir generell keinen Baum drin stehen haben, dann würde ich da sogar sagen, dass das ein richtiger Übungsbereich wird. Also da hätte ich dann dementsprechend ein paar mehr von den Übungspuppen hier hingestellt und dann vielleicht noch ein kleines überdachtes Areal, wo dann vielleicht noch 1, 2 Bänke stehen und
ja, wo man dann ein bisschen Pause machen könnte. Das wäre hier die andere Option gewesen für diesen Bereich. Aber Freyas Baum ist eigentlich deutlich wichtiger. Nicht nur eigentlich, der ist deutlich wichtiger. Der muss da hin. Ja, ich gehe bald schlafen. Bald, aber nicht jetzt. Wow. Tatsächlich bin ich gerade sogar am Überlegen, ob zwei Übungspuppen vielleicht sogar reichen. Ah, wobei. Ich glaube, eine hätte ich hier noch ganz gerne bei der Schmiede. Vielleicht hier. Ja, warum nicht? Zack, und. Da haben wir zwei dran. Ja, ist, glaube ich, ganz gut. Bettchen. Müsste eigentlich hier hinten stehen. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich sehe auch, dass es dunkel ist. Ach nee, das habe ich jetzt hier am Tor stehen, ne? Ja, wunderbar. Komm, geh mal rein da. Und was trinken. Sehr gut. Dann brauchen wir mal fix die Schere. Einmal für dich. Und einmal für dich. Und von dir hätte ich dann auch nochmal ganz gerne ein Gesicht. Dankeschön. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier drei Übungspuppen, an die man sich dann stellen könnte. Und dann eben mit Axt oder Schwert oder sowas. Ja, passt doch. Sehr fein. Gut, dann hätten wir den Kram jetzt soweit abgehakt. Hakt, 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 hakt. Ja. Da könnte man jetzt überlegen, ob man sich hier vielleicht ein paar Kisten hinstellt. Oder vielleicht erstmal eine Werkbank. So, mal eine Werkbank hier in die Ecke. Vielleicht. Dahin. Dann würde ich hier vielleicht ein Fass hinstellen. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. So. Vielleicht kriegen wir da sogar zwei Fässer hin. Eins meinetwegen hier. Und. Ja, wobei, man könnte es auch mal so nochmal draufstellen. Und dann hätte ich genau da ganz gerne mal einen. Wobei, nee, ich glaube, ich hätte da ganz gerne mal einen Blumentopf stehen. Der aber nicht bepflanzt wird. Also die Blumentöpfe, die hier jetzt noch so hingestellt werden, die werden alle nicht bepflanzt. Das sind einfach nur irgendwelche Schüsseln oder Zeug eben. Ja, was natürlich nicht fehlen darf. Boah, Pflanzen, genau. Das gute alte Laub, das darf natürlich nicht fehlen. Und wenn es einfach nur in Form eines Busches ist, der jetzt rumbuscht. Genau. So. Ja, vielleicht noch einen zweiten dahin. Könnte man da vielleicht nochmal hinsetzen. Ja, und oben drauf vielleicht nochmal was. Genau hier. Ich muss doch schön begrünt werden hier. Ja, ich glaube, das ist so in Ordnung. Ja, doch, kann man so lassen. Man könnte natürlich auch sagen, dass man hier noch ein bisschen Laub hätte. Ja. Kann nicht schaden. Ja, wunderbar. Ist doch eigentlich ganz angenehm, hier hoch zu stiefeln. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt Laub hinsetzen, weil. Warum? Ja, wobei, man könnte hier vielleicht was runterhängen lassen. Oh. Ja, natürlich lasse ich mir das dann auch nicht nehmen. Das muss dann auch runtergehängt werden. Oh Mann. So. Hängt da ein bisschen Kram runter. Zack. Ja, warum nicht? Dann rankte ich sich so ein bisschen. So, zack. Jo. Haben wir noch irgendwo irgendwelchen Platz, den ich unnötig begrünen kann? Ja, vielleicht hier ein kleines Büschchen hinstellen, in diese Ecke hier. Komm, geh mal weg. Ich hätte hier ganz gerne einen Busch. So.
Einfach ein bisschen wunderbare Begrünung. Ja, ich glaube, so kommen wir jetzt, glaube ich. Na, ja. Ja. Ja, ganz dezenter kleiner. Ja, doch, kann man so lassen. Hier vorne würde ich jetzt nichts hinsetzen. Okay, dann passt das jetzt soweit alles. Mit dem grünen Kram, da würde ich jetzt auch nichts hinsetzen. Aber wir haben theoretisch noch Platz für ein paar Fässer oder sowas. Ich würde da vielleicht nochmal ein Fass hinstellen. Gib mal her. Ich weiß nicht, Fässer passen für mich halt einfach besser als irgendwelche Truhen. So, dann können wir da nochmal ein ganz normales Fass hinklemmen. Zack. Ja, es geht wieder los mit den Villagern. Oh Mann. Man könnte natürlich hingehen und sagen, ich hätte genau hier auch nochmal ganz gerne ein Fass. Zack. Da könnte man sogar noch einen kleinen Blumentopf draufstellen hier. Ja, warum nicht? Werkbank, ich brauche einen Blumentopf. Eins, zwei, drei. So. Okay. Ja. Ja, diesen Bereich kann man jetzt eigentlich soweit so belassen. Fragezeichen. Oder ich setze hier noch einen kleinen Busch an. Ist das zu viel? Also, ja, eigentlich ist es zu viel, aber egal. Stellt euch mal vor. Ach, verdammt, ich habe doch die Eier aufgesammelt. Stellt euch mal vor, ich würde euch wirklich eine Burgruine bauen. Was da dann, wie da dann ausgerastet wird mit irgendwelchem Blumenzeug. Das wird richtig schlimm. Ja, da wird dann ordentlich alles überwuchert und dann werden auch ein paar Gesteinsbrocken oder Mauerfragmente irgendwo rumliegen und ach, das wäre richtig toll. Das wäre auch mit einer der Bereiche, wo ich mich vermutlich pudelwohl fühlen werde. Oder würde. Okay, ja, das hätten wir dann nicht so weit abgehakt. Dann fehlt jetzt natürlich noch diese kleine Ecke und diese kleine Ecke da. Und hier hätte ich ganz gerne noch mal ein bisschen Laub stehen. Einen kleinen Busch. So, vielleicht. So. Ja, warum nicht? Okay, und hier muss nämlich auch noch ein ganz kleines bisschen was gemacht werden. Ich hätte nämlich hier noch mal ganz gerne einen Busch. Dann muss dieser Schleifstein noch ein kleines Stückchen weiter zum Scharmit ran. So, das schütteln wir auch nochmal weg. Setzen wir mal wieder so einen hin. Ja. Oh ja. Okay, Schleifwurst von Steine. Komm mal her. Du darfst genau dahin. An der Stelle passt er nämlich tatsächlich ein kleines bisschen besser. Sollte man nicht glauben. Okay. Ich muss schon sagen, selbst das ist ein ziemlich cooler Blick. Egal. So, dann müssten wir noch irgendwas hier in diese Ecke pflanzen, vielleicht. Also, zum Beispiel ein Busch. Vielleicht sogar einen großen. So ein bisschen Laub. Das ist kein Laub. Das hier. Na. Ja, machen wir es vielleicht. So. Und. So. Ja, kann man machen. Und dann vielleicht noch ein Fass dazu. Da vielleicht an die Seite. Hier so hingestellt. Ein kleines Fass. Und dann vielleicht sogar wieder mit einem Blumentopf drauf. Das könnte nicht schaden. Oder hier vielleicht nochmal. Naja, vielleicht sogar an beiden Fällen ein Fass. Werkbank. Ich brauche erstmal eine Werkbank wieder. Dankeschön. Und dann hätte ich jetzt hier zwei Fässer. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei. Ach, komm. Bin ich gerade wieder so schnell oder was? So, da oben ist auch einer drin. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Blumentöpfe. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Okay. Na dann, ein Fass hierhin. Ein Fass dorthin. Nein, ich brauche keine Angst haben, dass ich jetzt auf beiden einen Blumentopf drauf setze. Der kommt nur dahin. Und den anderen Topf von Blume, den würde ich ganz gerne. Da anstellen. Wunderbar. Setzen wir hier noch irgendwas hin? Tatsächlich könnte man da an die Ecke sogar wirklich eine kleine Blume hinstellen. Also wirklich mit Pflanzen da noch drin. Vielleicht ein Farn oder sowas. Muss ja nichts Großes sein. Eins, zwei, drei. Ich hatte zwar gerade ganz spontan noch überlegt, ob wir da vielleicht mal einen ganz großen, eine ganz große Pflanze reinsetzen, aber das. Nee. Muss ja, ich glaube, ich an der Stelle nicht unbedingt sein. Okay, dann holen wir nicht mal einen fixen Farm. Und dann können wir gleich direkt mal anfangen. Ah, komm, gib mir mal das Farmzeug hier. So, nehmen wir gleich ein paar mehr mit. Ich weiß nämlich aktuell nicht, wie viele wir brauchen werden. Das kleine Bäumchen auf der rechten Seite vom Eingang muss auch noch gemacht werden. Ein Stein hätten wir da. Wir können auch den Kram mit dazu legen. Ja, das ist ganz gut. Wir haben ein bisschen Material dafür da. Für diesen kleinen Bereich da vorne. Sehr gut, aber jetzt geht's einfach nochmal hopp ins Bett. Ich habe die Spinne gesehen. Genau da oben in der Ecke. Komm, geh mal weg. Weg mit dir. Danke. Und ihr habt die Spinne nicht gekaut? Warum eigentlich nicht, hä? Das Pferdchen fühlt sich wohl. Das ist so schön. Gut, dann hätten wir jetzt einmal nochmal den Farn da oben. So. Und dann hätte ich nochmal ganz gerne was anderes gemacht. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich hier auch nochmal irgendeine Form von Laub nochmal reinsetzen möchte. Irgendwo. Oh. Da an der Stelle wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Muss ja nicht viel Laub sein. Einfach ein bisschen. Komm, die Wand ist mir sonst zu leer. Komm, muss irgendwas hin. So. Ja, meinetwegen so und so und dann. Kommt da noch ein Brett ran. Das ich jetzt natürlich nicht hier ab. Ja, wobei wir können auch einfach das Ding als Brett dafür nehmen. Das geht auch. Okay. Tatsächlich gefällt mir das hier nicht. Komm mal wieder weg. Dann kommt nämlich die Kiste. Hier oben drauf. Ist da, glaube ich, ein bisschen angenehmer an der Stelle. Ja, also kann man das ja lassen. Okay. Und ihr tummelt euch da im Heuhaufen. Das ist schön. Ich will gar nicht wissen, was ihr da macht. Ah. Da sind wir schon ein paar Tierchen. Okay. Dann fängt der eigentliche Spaß jetzt erst an. Ne? Und zwar mit dem Bäumchen und mit dem Kram. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon alles auf Tasche. Erstmal kommt die Torch hier weg. Dann würde ich hier einen Baum anpflanzen. Genau an der Stelle. So. Da könnte man hier vielleicht einen Stein hinlegen. Da ein bisschen Farnen pflanzen. Da meinetwegen auch. Und hier. Und da. Ja. Man kann das machen.
Man kann es wahlweise auch sein lassen, das wäre jetzt auch nicht so das Problem. So, der wird dann ein bisschen rüberwuchern über das. Ah, über die Plattform, das ist richtig. Okay. Da hätte ich, glaube ich, ganz gerne da nochmal einen. Ah, ne, geht nicht wegen. Wegen dem Ding. Und das wird sich dann sowieso verbinden. Ach, wisst ihr was? Vollkommen egal. So. Da geht es natürlich auch nicht. Mit Verbindung. Es ist echt schlimm, dass ich jetzt anfange, einen Baum zu planen. Ja, das liegt doch nicht. Wer plant denn bitte einen Baum? Ein Baum wächst ganz natürlich. Okay, meine jetzt irgendwie nicht. Ja, man ist da an der Stelle. Okay, dann einmal frohes Laub verteilen, bitte. Ja, ich denke mal, das ist ein ganz guter Ort für ein Bäumchen. So. Dann hätte ich ganz gerne da nochmal einen Laub drauf und hier nochmal eins und da an der Stelle. Und eigentlich wäre es da. Naja, wobei. Nee, das hätte ich tatsächlich nicht da. Der kann wieder weg. So. Dann sieht man zwar da die Connection zwischen Baum und Dingsbums. Mauerwerk. Aber das ist nicht so wild. Das ist absolut in Ordnung. Komm, geh mal ran. Ja. Ja, ist ganz okay. Man könnte zwar überlegen. Man könnte es sein lassen. Mal ein bisschen hoch. Ich muss einmal ein Stockwerk höher, bitte. Dankeschön. Damit ich hier oben weiter wuchern kann. Ja! Fein. Ich brauche mehr Laub. Machen wir das rein hin. Okay. Auf Laub kann ich sowieso nicht spawnen. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Wunderbar, dann hätten wir da so ein kleines Bäumchen rauswachsen. Hier würden jetzt natürlich rein theoretisch irgendwelche Monster spawnen können. Wer von euch sieht da an dieser Stelle nochmal ein Fass? Oder an der Stelle? Ein Fass? Und eine Truhe? Ja. Ja. Fass und Truhe genau da, das kenne ich schon fein. Und dann nochmal einen Blumentopf dazu. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, ein davon. Ach, wisst ihr was, wir machen nochmal ein zweites Fass. Man kann nie wissen, wofür man nochmal ein Fass braucht. Komm, einmal rüber den Kram. Dann nochmal eine Truhe. Ah, wunderbar. Sehr gut. Dann hätte ich hier ganz gerne das Fass. Einfach, weil das hier mit den. Ich würde hier am meisten verdecken. So, dann die Truhe da hin. Ja, und dann könnte man meinetwegen da einfach einen Blumentopf hinstellen, der so ganz random da einfach nur so steht. Genau. Ja, wunderbar. Ich muss auch echt sagen, dass dieser Platz mir auch sehr gefällt. Ich weiß nicht warum, aber da hat irgendwie was. Fein, fein, fein. Dann hätten wir jetzt theoretisch auch noch ein Fass, was wir hier drüben, was wir dann hier später hier drüben hinsetzen können, den Baum, ne? Genau. Apropos Baum, jetzt können wir eigentlich den ganzen Kram, den wir nicht brauchen, hier in die Kiste schmeißen. Wobei, wollen wir da vielleicht nochmal eine Müllkiste machen? Oder ein Müllfass? Komm, wir basteln uns mal auf diese neue Kiste. 1, 2. Da tun wir jetzt den ganzen Kram rein, den kein Mensch braucht, und dann haben wir es. Ja. Du da oben. So. Das kann erstmal alles weg. Und das auch. Und das auch, das auch. Das Schere behalte ich, genauso wie den Kram und den Kram. Das kann auch erstmal alles weg.
Das Fichtenlaub kommt damit rein. Die Erde, die braucht kein Mensch, die kann hier mit rein. So, dann brauchen wir ein bisschen Eiche. Und zwar diese hier. Ja, und dann könnte man jetzt so langsam anfangen, das Bäumchen hinzuschustern. Oh Mann, das wird jetzt echt ein Spaß. Oh, wie fange ich denn jetzt am besten an? Was guckst du mich eigentlich so an? Aber ich kann euch vielleicht ein bisschen Hühnchen geben, wenn ihr wollt. Da eins für dich und da hinten auch nochmal eins für dich. Hey. Wollt ihr nicht? Achso, du hast Bären. Und du auch. Na, dann futtert ihr halt Bären. Ist okay. Ah, wunderbar. Aber das Bäumchen, das ist halt immer noch die Frage. Wo setzt man das Bäumchen jetzt hin? Ich hätte mir vielleicht vorher mal einen kleinen Plan machen sollen. Ah, verdammt. Nee, allgemein, wie ich den Baum basteln möchte. Ich glaube tatsächlich, dass ich den eher dahin pflanze. So. Dann haben wir noch ein bisschen Möglichkeiten, hier mit Wurzelwerk und sowas rumzuspielen. Ja, 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 ja. Das wird jetzt erstmal der ganz grobe Baum. Ich glaube, dass es ganz cool wäre, wenn man da so ein bisschen rausgeht. Vielleicht sogar in diese Richtung hier. So. Ja, das ist jetzt erstmal der Hauptstamm, ne? An dem sich dann. Ja, wobei, ganz hoch würde ich den ganzen Kram vielleicht auch nicht machen. Es wird sowieso noch unnötig hoch. Ja, was heißt unnötig hoch? Es wird sowieso noch sehr hoch. Okay. Das wäre dann so dann mehr oder weniger der Stamm. Dann würde ich den nochmal ganz gerne austauschen. Die hier auch nochmal fix. Damit das alles wunderbar passt. Okay. Ja genau, dann würden da letztendlich schon mal die ersten Äste sich dann dran setzen. Gut, aber jetzt geht's gleich mal wieder eine Runde ins Bett. Ha, schlafen. Und was trinken natürlich, aber gut. Haben wir. Nee, ich habe noch keine Fichtentreppen hier. Das ist sicherlich ein bisschen schlecht. Dann basteln wir mal fix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich brauche Fichtentreppen. Dankeschön. Da darf der Kram wieder rein. Wir müssen nämlich hier einmal noch so ein paar kleine, knorrige Erweiterungen herstellen bei dem Bäumchen. Das sieht irgendwie sehr hässlich aus. Ich hätte die Blöcke vielleicht mal an einer anderen Stelle setzen sollen. Oder aus einer anderen Perspektive. So ist es angenehmer. Eigentlich so angenehmer, wenn es auch an der richtigen Stelle ist. Danke. So, dann da vielleicht mal einen hin. Ja. Da einen ran und da so einen ran. Genau. Jetzt habe ich aber die großen Wurzeln gar nicht mit drin. Das kommt aber noch. Gut, dann könnte man hier vielleicht nochmal einen größeren Auswuchs nochmal hinsetzen. Und dann hier vielleicht nochmal einen kleineren. So vielleicht. So. Ja, ich denke so als Baumgrundlage, Fuß, wie auch immer, ist es soweit okay. Dann könnte man hier überlegen, ob man da so eine kleine Wurzel langlaufen lässt.
Gehen wir da in die Erde rein so ein bisschen. Ich soll mir den hier bestenfalls aber auch nochmal richtig setzen. So, und da kommt dann sowieso wieder eine Treppe drauf. So. Ja. Ich glaube, ich fände es doch erstmal angenehm, wenn wir hier oben den ganzen Schnee erstmal loswerden, damit ich auch ordentlich sehe, wo jetzt was genau ist. Ihr wisst ja, ich mag das irgendwie überhaupt gar nicht, wenn ich auf der Baustelle irgendwie Schnee habe. Wenn ihr später alles vollgeschneit ist, meinetwegen. Andere Seite in diesem Bereich wird wahrscheinlich gar nichts vollgeschneit sein, weil hier überall das Laub dann rumhängen wird vom Baum. Ne, aber hier unten jetzt unmittelbar am Stamm wäre schon ganz gut, wenn ich da ein bisschen frei habe. Platz frei habe, damit ich auch die Wurzeln ordentlich setzen kann. So. Und je nachdem, wie wir das mit den Wurzeln hier machen, ist es sogar für die Füchse ganz angenehm, weil die dann auch so ein paar kleine Stellen haben, wo sie sich verstecken könnten. So, das sollte vorerst reichen. Dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man da nochmal eine Wurzel ranhängt. Ja, die hätte ich aber ganz gerne anders gesetzt. Die Treppe. Ach, das ist doch nervig. Mann. So. Geht das denn so? Dankeschön. Boah. Warum denn nicht gleich so? Dass man sich immer erstmal aufregen muss, ne? Schlimm. So, dann gehen wir da auch mal weiter runter. Und setzen dann mal wieder mal so hin. Ja, dann wäre es glaube ich auch noch mal ganz cool, wenn wir hier auch mal so eine kleine Wurzel dranhängen könnten. In Anführungszeichen klein. Eine Treppe wieder dran. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es ein kleines bisschen zu lang geworden ist. So, dann eben dahin, das ganze Ding. Ja, schon besser. Dann hätte ich aber hier nochmal ganz gerne die Treppe dran. Und da vielleicht nochmal eine. Hier vielleicht auch. Es ist ja trotzdem das Wurzelwerk. So. Ja, vielleicht können wir da nochmal eine Treppe ransetzen. Ja, das kann man, denke ich mal, so lassen. Oh Mann, ich brauche aber noch einen Haufen von dem Zeug. Für die Hauptäste werden die ja auch noch verwendet werden müssen. Und hier oben auch nochmal. Ich denke mal, ich nehme die hier weg. Und ich lasse dafür erstmal drei Treppen. Den könnte man auch nochmal wegnehmen. Wobei, da könnte man eigentlich so einen Ast rauswachsen lassen an der Stelle. Da kann man das auch so lassen. Okay. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt mit diesem Material auch noch ein bisschen Wurzeln weiter setzen. Da geht nämlich da noch eine Wurzel lang, so ein bisschen. So. Und hier an dieser Stelle noch ein bisschen. Klar, dann müssen diese Blöcke natürlich auch mal ausgetauscht werden, aber das ist ja auch fix gemacht. So, und dann würde ich glaube ich bis dahin gehen. Das heißt, wir brauchen nochmal wieder ein bisschen Holz. Es wird sehr verwurzelt da oben, man sieht's. Treppen, genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, das ist doch vollkommen egal eigentlich. So. Das reicht vorerst. So. Dann haben wir da nochmal eine kleine Wurzel. Dann können wir noch ein bisschen weiter wurzeln. Bestenfalls mit der richtigen Grundlage dran. Danke. Zack. Das würde ich tatsächlich so lassen, wie es ist an der Stelle.
Man könnte natürlich hingehen und sagen, dass wir auch mal ein kleines Würzelchen reinsetzen. Und hier vielleicht nochmal eine. Ja, dass man sich allein schon mit den Wurzeln nicht so ewig lange aufhalten kann. Das ist echt schlimm. Ja, weiter würde ich ja mit den Wurzeln gar nicht gehen an der Stelle. Aber an dieser Stelle vielleicht. Wenn wir noch mal ein bisschen rumwurzeln, das wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, sieht man da ein kleines Stückchen Wurzel, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann geht es hier nochmal lang. Und hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Theoretisch kann man hier auch mal einen Wurzelansatz ransetzen, genauso wie hier. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, dass wir dafür gerade kein Holz mehr da haben. Ich brauche Eiche. Danke. Sehr gut. Ach komm. Ich will doch bloß die Erde da hinten haben. Gib die mal her. Dankeschön. So, reicht das jetzt an Wurzelwerk aus von dem bei dem Baum hier? Ja, ich denke. Ich weiß, es ist sowieso schon sehr übertrieben eigentlich mit den Wurzeln, aber hey, man kann das durchaus machen. So, dann würde ich hier sogar hingehen und sagen, dass es vielleicht sogar ganz cool wäre, wenn wir da noch so ein Ding hingesetzt hätten an der Stelle. Und dass hier vielleicht auch mal so ein kleines Ästchen rauskommt. Okay. Ja, genau. Dann machen wir da, wo wir jetzt die kleinen Ästchen hingesetzt haben, mal ein bisschen Laub hin. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. So, huch. Ach komm, mach doch mal weg den Kram hier. So, dann darf da auch mal hin. So, aber nur ein ganz kleines bisschen Laub. Weil das jetzt nicht die Haupt... der Hauptbereich ist. Nur das reicht eigentlich sogar schon an der Stelle. Da haben wir auch ein bisschen was. Zack. Auch wenn es hier eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendwie Laub ist, aber das kann man wegen auch ein Busch sein, der hier rumgewachsen ist, Mensch. So. Okay. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich so langsam anfangen mit dem großen Geäst. Mit dem Hauptgeäst von dem Ding. Eieieiei, das wird jetzt echt noch ein Spaß. Puh. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, bestenfalls von oben, ja, dann. Das würde schon hin und wieder ein bisschen helfen. Also ein Stockwerk ein bisschen höher. Darf ich hier Gerüstblöcke hinsetzen? Ja! Ach genau, dann können wir das Ding auch gleich direkt mitnehmen. Das ist ja auch noch da. Da war ja was. Okay. Wunderbar. Das wäre das Laub für den Baum. Das wäre... was anderes. Genau. Ich brauche noch... jetzt bin ich runtergesegelt. Ich hätte ganz gerne da eine Treppe, aber nicht so rum. Die Treppe hätte ich ganz gerne so. Danke. Okay. Ach, bin ich jetzt so blöd, auf den Zinn rumzustiefeln. Komm, hoch da. Dankeschön. Ich möchte hier einen Ast hinsetzen.
So, und dann wird er in diese Richtung ein bisschen weitergehen. Ja, wobei, diesen würde ich glaube ich schon wieder wegnehmen und dafür dann eine Treppe nochmal wieder dran setzen. So. Dann geht er einfach so lang. Okay. Aber den gleichen Kram kann man jetzt von hier aus auch nochmal machen. Natürlich schön mit einer Treppe unten dran, das darf man nicht vergessen. So, und dann hier nochmal einen dran gesetzt. Ja, ich habe ja gesagt, der Baum wird teilweise auch ein bisschen darüber, über die Dächer gehen. Das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Wir müssen bloß eben darauf achten, dass der Baum jetzt nicht am Ende, dass der Baum jetzt am Ende nicht zu groß wird. Aber aktuell ist er sogar noch sehr, upsala, sehr klein. Tatsächlich. Ich hab's geahnt. Dann mach das mal wieder weg. Dann machen wir das mit der Treppe doch so rum erstmal, dass die an der Stelle hinkommt. Komm, hopp. Ja, doch, vielleicht so und dann gehen wir da vielleicht noch ein bisschen rüber. Zack. Wer weiß, wie die Äste gewachsen sind. Naja, das ist ja ganz normal. Guckt euch mal einen Baum an. Das ist nie alles so gerade. Okay. Dann hier vielleicht noch mal einen dran. Dem könnte man dann hier vielleicht weitergehen. Und so vielleicht. Ja, das wäre fürs Hauptgeäste eigentlich schon mal so weit in Ordnung. Wobei ich hier noch ein bisschen höher gehen würde. Da könnte man hier auch nochmal einen dicken Ast ansetzen. Da bricht man sich ja keinen Ast ab. Okay. Hier vielleicht auch mal einen ran. Ja, machen wir so. Okay. Ist das so in Ordnung? Tatsächlich ist mir das sogar noch ein kleines bisschen zu wenig an Hauptgeäst. Ich meine, es wird noch einen Haufen Zaun dann noch mit dran geben und dann werden natürlich die Lücken so ein kleines bisschen mit Laub aufgefüllt. So ist ja der Plan von den Bäumen. Ja, ich werde nämlich gerade ein bisschen das Gefühl nicht los, dass mir der Baum noch ein bisschen zu klein ist, dass ich den ganz gerne noch ein bisschen höher hätte. Ich meine, das soll ja schon ein schöner und großer Baum werden für Freya. Ja, ich darf halt jetzt aber auch nicht vergessen, dass ich dünnere Geäste auch noch etwas weiter verzweigt ist. Oder verzweigt sein wird. Der Baum wird also dementsprechend noch größer. Das ganze Laub würde vielleicht ungefähr auf dieser Höhe hier anfangen. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen. Ja. Das wäre abgehakt mit den. Ups, mit dem dicken Kram. Das heißt, dass wir den Kletterradatsch jetzt nicht mehr brauchen, sondern nur noch die wunderbaren. Komm, ich will ja die Fackel wieder haben. Die wunderbaren. Oh Mann! Danke. Die wunderbaren Zäune. Wobei ich da sagen würde, das ist eine Sache fürs nächste Mal. Och nö, ich dachte, du machst den Baum erst fertig. Ja, das. Nö. Wir wollen noch viel Spaß an dem Baum haben. Das ist eine Sache fürs nächste Mal. Wir machen dann in der nächsten Folge den Baum fertig. Oder zumindest weiter, ob wir den jetzt wirklich fertig kriegen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Wobei, wir können vielleicht, bevor wir jetzt die Folge beenden, noch ein paar andere Details reinsetzen.
Ja, Detail, Detail, Detail. Wir brauchen nämlich noch ein paar mehr Details. Genau. Ein paar Knöpfe. Hier und da so ein bisschen Knopf. Damit der Baum noch etwas knorriger wirkt. Er ist ja noch nicht knorrig genug, genau. Ja, da vielleicht auch mal einen dran. Da noch was und da noch. Ja, so hier und da so ein kleiner Knopf, das wirkt echt Wunder hin und wieder. Glaubt man nicht, ne? So, dann hätte ich da nochmal ganz gerne einen und da oben auch nochmal, zack. Ich meine, hier so in dem Bereich geht das ja noch. Da, wo dann später die Treppen hin. Treppen, sag ich schon, die. Das Laub hinkommt, da brauchen wir das ganze Knopfgedöns ja auch nicht mehr. Na, ich will da hoch. Danke, dann hätte ich. Achso, da ist schon einer. Tja, wunderbar. Dann vielleicht nochmal einen ran. Sehr gut, Knorris von Baumus. Ja, Mensch, wenn man sich das so anguckt, dann könnte man sogar fast auf die Idee kommen, dass hier so ein kleines Baumhaus mit reinzusetzen, ne? Oh, ja, den sollte ich vielleicht eher da hinsetzen, noch nicht da. Ja, aber vielleicht da. Okay. Das sollte dann erstmal für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gibt es dann, wie gesagt, das andere Geäst nochmal. Also das feinere Geäst und das wunderbare Laub. Ach ja. Welche Laubpalette wir haben, sieht man ja hier letztendlich schon. Das. Oder generell hier in diesem Bereich, das. Ja. Wird ein schöner, großer, buschiger Baum. Na, Eiche sieht das zwar ein bisschen anders aus eigentlich. Die wäre jetzt schon nicht so verzweigt, aber egal. Das ist dann halt ein kleiner Fantasy-Baum. Mensch. Betonung liegt auf klein, wenn man sich das so anguckt, wenn das Laub wirklich da anfängt. Na ja, gut. Wir werden es sehen. Okay, aber auf jeden Fall hoffe ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn wir den Baum jetzt heute nicht fertig gekriegt haben und auch irgendwie generell nicht so weit gekommen sind. Aber wir haben noch vorher ein paar andere Sachen gemacht. Wir haben da hinten ein kleines Bäumchen hingesetzt. In die Ecke und haben noch ein paar Puppen hier hingestellt und generell den ganzen Hof soweit fertig gemacht, dementsprechend. Also ein bisschen was geschafft haben wir schon. Und wir haben den Baum angefangen. Okay. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.